Hallo, ich bin's, Theresa, und wieder unterwegs mit Lemmer. Diesmal bin ich in einer Berghütte gelandet, dem Refugio Casanova, über dem Städtchen Stia, im Nationalpark der Casentinischen Wälder. Allerdings auf der aretinischen Seite, das heißt Richtung Arezzo. Ich bin bei Stefano. Nach der letzten Woche bei Katharina und Carlo in Londa, in der Nähe von Florenz, freue ich mich auf die Ruhe dieses enormen Waldes, der sich zwischen verschiedenen Provinzen und Regionen ausdehnt. Als ich hörte, dass mein nächstes Domizil eine Berghütte sein sollte, dachte ich zuerst an kaltes Wasser und sonstige Unbequemlichkeiten. Jedoch, als mich Stefano empfängt, erkenne ich sofort, mit welcher Sorgfalt und Liebe er diesen Ort hegt. Der Kamin brennt, es gibt fließend warmes Wasser. Bei einem einfachen Abendessen erzählt mir Stefano alles über diesen Ort und seine Bewohner. Stefano selbst wohnt nicht im Rifugio. Er rast von einem Ort zum anderen, trifft soziale Unternehmer, Bürgermeister, Präsidenten, schreibt und präsentiert Projekte zur lokalen Entwicklung. Er kümmert sich darum, alle lokalen Akteure im Casentino zusammenzubringen. Zudem macht er Führungen durch die Berge und Wälder und leitet diese Berghütte, zu der Reisende aus der ganzen Welt kommen, nicht immer nur zum Wandern. Ich hätte mich gern noch länger mit Stefano unterhalten, aber kurz nach dem Abendessen verabschiedet er sich und lässt mich hier, mitten im Wald, allein zurück. Die nächsten Reisenden werden erst am Samstag ankommen. Ich habe wirklich gut geschlafen und nach dem Aufwachen finde ich alles, was man für ein gutes Frühstück braucht. Ich lese im Gästebuch die Eintragungen der bisherigen Reisenden. Hier steht: Ciao Stefano, es war einmalig schön hier, wir konnten die Stille hören und das Dunkel sehen. Am Nachmittag besuchen mich Freunde aus dem nahen Umbrien. Zusammen erkunden wir die Wälder und lauschen dem Röhren der paarungsbereiten Rothirsche. Am nächsten Tag gehe ich gemächlich hinunter ins Tal nach Stia. Dort treffe ich Katharina. Gemeinsam bummeln wir über die antike Piazza, vorbei an kleinen Läden und Lokalen. Leider sind viele davon geschlossen. Die Einwohner sind freundlich und erzählen uns von damals, als in Stia noch die berühmten Wollfabriken in Betrieb waren. Wir gehen zur alten Fabrik von Luigi Lombard, in der jetzt das Museum für Textilhandwerk untergebracht ist, und lassen uns in die Zeit des Wollhandwerks entführen. Seit dem Mittelalter produziert die Tessitura Artigiana Casentinese, also die Stofffabrik Tax, einen besonderen Wollstoff, der nicht nur gegen Kälte schützt, sondern wegen seiner speziellen Oberfläche auch den Regen abhält. Traditionell wurden die Stoffe vor allem in den Farben Orange und Grün hergestellt, was ursprünglich auf einen Fehler der Wollfärber zurückgeht, so die Erzählung. Am Nachmittag treffe ich Stefano und wir fahren zu Marta.
Martha arbeitet mit Esel, den Schuki, wie sie hier heißen. Gerade hat sie Besuch von einer Gruppe sardischer Landwirte aus den Sulcis, die sich auf einer Studienreise befinden. Müde kehre ich zurück ins Rifugio Casanova. In der Nacht höre ich viele Geräusche. Der Wind bläst stark und unheimlich. Heute reise ich ab, aber vorher besuche ich noch eine der vielen antiken Wassermühlen. Perché sono gli spifferi che fa tirare. Vielen Dank, Lemmert, dass du mich wieder mit außergewöhnlichen Leuten und besonderen Orten bekannt gemacht hast.